Männchen sind kompliziert, aber ja, nicht alle, alle abschlachten. Ja, es gibt. Was ist das für ein Hurenspiel, Alter? Patrick am Ragen. Lass uns einen Kanal teilen. Wozu? Wir sind doch qualitativ Welten auseinander. Also ohne es jetzt böse zu meinen, aber wir sind doch qualitativ Welten auseinander. Ich loche ein. Und was fällt ihr ein? Nichts anderes als genau über mir reinzuspringen. Also vorhin schon der Spruch mit ich treffe ihr Mund nicht, der war schon ziemlich gut. Ich roll dahin, roll durch, ohne dass das Teil bläst, aber wenn ich zurück, wenn ich zurückkomme, dann bläst voller Kanne, dann. Dann bläst voller Kanne rein, ja. Bleib stehen! Ich hab mir Frauenvolleyball angeguckt. Nach 3 Minuten gab es die erste Handverletzung, aber keine Angst, Leute, es geht mir wieder gut. Oh, okay. Geil, als Frau bekommt man eigentlich leicht einen Job, einfach unter eine Laterne stehen. Wow. Live in a nutshell bei Patrick. Ist das verwerflich, wenn man so eine Judenmütze hat? Hast du die auch? Komische Mütze? Das ist eine Judenmütze, eine Kipper, meinst du? Ja, du weißt, was ich meine. Ja, so ein Deckelwärmer da. Wow. Topfuntersatz. Was ist denn? Ich verstehe das nicht. Warum lachen alle? Mann, kostet doch so ein Deckel. Los, lad ein. Detmers Kollegin hat das erlebt, die ist ja Sunny. So. Und da hat ein Typ angerufen, der mit seinem Pimmel im Staubsauger festklebte. Hold on. Dann kam zu seinem Unglück natürlich, wo ich dann gesagt habe, das muss richtig peinlich gewesen sein, kamen 2 Sanitäterinnen. Das muss peinlich gewesen sein. Ja, und Vanessa hat mir alles geteacht, was man teachen muss. Du meinst die jetzt das andere Golf spielt? Mhm, genau, die das jetzt das andere Golf spielt, das nasse Golf. Ali. Ja, ich dachte das andere Golf im Sinne von das andere Einlochen. Ali, du Schmutzflink, du. Was denn? Oui, mit der deutschen österreichischen Sprache. Ali. Oui. Je m'appelle Alex, et toi? Je m'appelle Patrick. Ça va? Oui, ça va. Ça va bien, et toi? Oh, ça va bien, merci. Au revoir. Au revoir, mon cochon. Oh, mon chéri. Ich zeig dir niemals meinen Arsch, weil sonst bist du neidisch. Ganz bestimmt nicht. Gut. Ich hab mal nach dem besten Arsch der Welt.